was ich häufig beobachtet habe bei nicht erfahrenen Pigmentierern. Einen wunderschönen hier aus der Hauptstadt und herzlich willkommen zu deinem Männermagazin hier auf YouTube. Der Lorenz, der brennt wie Hulle da draußen. Es sind 30 Grad. Da kann ich mir natürlich echt einen besseren Tag vorstellen, um meine dritte Haarpigmentierungssession in Angriff zu nehmen. Aber den Termin habe ich vor Wochen schon gemacht. Und ja, da muss ich jetzt durch. Ich habe mir gedacht, ich setze mich nochmal einmal hier kurz hin vor die Kamera, bevor ich mich auf den Weg mache. Was ist der Status quo nach 2 Sitzungen? Ich komme mal ein bisschen näher zur Kamera. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Respekt jetzt vor dem großen Finale, weil ich einfach Angst habe, dass man meine Haarlinie noch auf den letzten Metern auf gut Deutsch versemmelt. Wenn ich selber jetzt auf meine Haarlinie gucke, sehe ich gar keine Punkte. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass es dichter ist und dass es besser aussieht. Und wenn dich das interessiert, wie die dritte Session verläuft und ob alles gut geht, dann denke ich und hoffe ich, aber vor allem würde ich es mir wünschen, dass du auf jeden Fall dran bleibst. Und schon geht's los mit meiner dritten Haarpigmentierung. Im Folgenden erwarten dich ganz, ganz viele Informationen. Ich habe nämlich in den folgenden Sequenzen zahlreiche Fragen gestellt, die vom Pigmentierer direkt beantwortet wurden. Und natürlich freue ich mich an dieser Stelle über einen kurzen Kommentar, einen Daumen hoch und falls du noch nicht Abonnent meines Kanals bist, kannst du das natürlich jetzt gerne nachholen. Ja, ich habe mich offen gestanden, als ich zu Hause mich im Spiegel genauer angeguckt habe, ein bisschen erschrocken sogar. Nach der zweiten, ja. Aber das war dann die, ja, 1, 2, 3 Tage danach, als ich 1, 2 Mal duschen war, aber das dann alles wieder tutto bene. So, und wir gucken uns das Ganze mal hier so ein bisschen im Detail an. Du hast halt immer noch ein relativ dichtes Haar, deswegen ist es schwierig, da die Kamera das gut sehen zu lassen. Also, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, wir haben ein Resultat, was jetzt vielleicht auf der Kamera ein bisschen schwierig zu übertragen ist, aber was auch noch lange nicht fertig ist. Das heißt also, nach 2 Sitzungen haben wir bisher hier einen leichten Effekt. Der sollte mindestens noch mal doppelt so intensiv werden, wie er jetzt momentan ist. Und daran werden wir jetzt auch arbeiten. Das heißt, bei der ersten Sitzung hatten wir Farbe Nummer 4, dann Nummer 6 und jetzt auf... Jetzt gehen wir auf die 8. Wir springen noch mal 2 Stufen. Wobei ich sagen muss, dass die erste Sitzung ist ja sowieso immer zum Kennenlernen. Ja. Da sind wir sowieso zurückhaltend, sowohl was den Farbton angeht, als auch was die Dichte angeht. Bei der zweiten Sitzung mit der Farbstufe 6 habe ich bei dir schon etwas mehr Gas gegeben, was die Dichte angeht. Farbton auch angepasst. Heute mit der 8 werde ich nicht noch mal mehr Gas geben, weil ich will jetzt nicht mit der 8 das Ganze plötzlich viel zu dunkel machen, sondern ich möchte das ja immer noch sauber aufbauen und lieber habe ich dich hier ein 4. Mal da für eine ganz kleine Korrektur, mache es dann aber wirklich perfekt, als dass ich jetzt versuche in der 3. Sitzung dich hier unbedingt auf Teufel komm raus fertig zu bekommen. Du bist bereit? Absolut. Sehr schön. Na dann entspann dich und ich kümmere mich hier um den Rest. Haut lässt sich wie immer gut pigmentieren bei dir, keine Probleme, keine Sensibilität oder sonstiges. So, und bei so einer 3. Sitzung Haarverdichtung, wo wir jetzt auch nochmal, wie gesagt, einen dunkleren Ton genommen haben, da ist es jetzt gar nicht mein Ziel, unglaublich viele Punkte zu machen, sondern halt eben diese etwas kräftigeren Punkte heute wirklich prägnant in Szene zu setzen, weil eine Haarverdichtung lebt tatsächlich mehr von diesen Farbkontrasten, also dass du quasi hellere, mittlere und deutlich dunklere Punkte hast und gar nicht davon, dass du eine unglaublich hohe Dichte pigmentierst. Das würde sogar eher dem Ergebnis schaden. Einerseits würde es sehr unnatürlich ausschauen, wenn mal beispielsweise die Haare dann nass sind, nach dem Duschen und Schwimmbad, weil man das Gefühl hätte, dass es halt einfach alles lackiert. Nicht strukturiert, sondern wirklich einfach eine Fläche. Und das gilt es zu verhindern, indem man halt einfach sich mit der Dichte ein bisschen zurückhält. Das heißt also lieber ein paar kräftigere Punkte, aber halt eben nicht so flächig. Ist das dann ein Unterschied zu einer Pigmentierung jetzt, sag ich mal, von einer Glatze?
Nur ein bisschen. Also grundsätzlich, das, was ich jetzt gerade formuliert habe, dass man vermeiden möchte, dass das wie eine Fläche ausschaut, das kannst du dir vorstellen, ist natürlich auch ein absolutes Credo für die Oberkopfpigmentierung. Mhm. Auch da willst du nicht, dass das aussieht wie eine lackierte Fläche, sondern du möchtest auch da eine möglichst natürliche, stopplige Geschichte erreichen. Man hat aber bei einer Haarverdichtung, wie bei dir, einfach etwas mehr Freiheiten in der Intensität. Ich kann bei dir beispielsweise nochmal größere Farbsprünge zurücklegen, als jetzt beispielsweise bei einem kurzrasierten Look. Also wenn ich jetzt beispielsweise bei dir mache 4, 6 und 8, okay, ja, dann würde ich vielleicht bei einem kurzrasierten Look eher eine 4, 5 und 6 machen. Mhm. So in dem Dreh. Ne? Mal ganz einfach ausgedrückt, sehr, sehr laienhaft, aber das ist so der einzige Unterschied. Die Art, wie ich pigmentiere und dass ich trotzdem den Punkten immer noch Luft lasse, die nicht sehr, sehr dicht aneinander packe, das ändert sich nicht. Das mache ich beim kurzrasierten Look genauso, wie ich das jetzt auch bei dir für die Haarverdichtung mache. Und genauso auch am Bart. Wenn ich Bart pigmentiere, dann verfolge ich das gleiche Prinzip. Vom Gefühl her, alles super? Ich bin kurz vorm Einschlafen. Schön, mein Vormittagskunde heute ist auch schön eingeschlafen. Wenn du dich ebenfalls für eine Haarpigmentierung interessierst, dann nimm auf jeden Fall gerne Kontakt mit mir auf. Am besten via Instagram über die Direktnachricht. Dann können wir uns dazu gerne austauschen. Man muss einfach gut recherchieren, zu wem man geht. Wir sind seit 2013 dabei. Wir sind das älteste Unternehmen, was sich exklusiv auf Haarpigmentierung spezialisiert hat. Und ich bin auch der dienstälteste Pigmentierer in Deutschland, Österreich und Schweiz, der das macht. Aber das heißt in erster Linie nichts. Guckt euch einfach die Resultate an und vergleicht einfach ehrlich, auch nach dem Bauchgefühl, was sind Resultate, denen ich Glauben schenken kann. Und wenn die beispielsweise sehr dunkel fotografiert sind, noch gerötet sind, dann ist das nichts. Weil eine frische Pigmentierung, selbst eine schlechte Pigmentierung, sieht frisch ziemlich akzeptabel aus. Erst 2, 3, 4 Wochen später kommt dann wirklich sozusagen das Grauen an das Tageslicht. Und deswegen bei der Bewertung von Haarpigmentierung immer bitte nur echte, abgeheilte Resultate sich anschauen. Abgeheiltes Resultat bedeutet, alle Sitzungen sind gemacht und es sind mindestens 4, noch besser 6 Wochen nach der letzten Sitzung vergangen, weil dann hat sich die Haut einmal komplett durchregeneriert. Und dann sollte man das Ganze fotografieren. Was ich häufig beobachtet habe bei nicht erfahrenen Pigmentierern, das haben mir Kunden immer sehr, sehr häufig erzählt, die waren dann irgendwo bei jemandem, der noch nicht so viel Erfahrung hat und sie haben eine erste Sitzung gemacht, haben so gut wie nichts gesehen oder nichts gesehen, haben eine zweite Sitzung gemacht, immer noch viel zu hell, haben eine dritte Sitzung gemacht, merken immer noch nichts, sie werden schon so ein bisschen nervös. Mhm. Ne? Kommen zu ihrer vierten Sitzung wieder und besprechen das halt eben mit dem Pigmentierer und sagen, ja, das ist doch nichts und das reicht doch nichts. Und der Pigmentierer weiß das natürlich auch, dass das noch nicht reicht und macht dann in der vierten Sitzung richtig Rambazamba. Nimmt eine deutlich dunklere Farbe, stellt das Gerät stärker ein, geht noch mit mehr Druck ran, weil er halt einfach 3 Sitzungen über aus mangelnder Erfahrung zu zaghaft war und sagt dann, okay, Mist, ich muss jetzt in der vierten Sitzung irgendwie was anders machen, damit mir der Kunde nicht davonläuft sozusagen. Und dann hast du meistens den Salat. Also da passiert sehr, sehr häufig genau das, was die Kunden dann eben nicht wollen und brauchen. Die Punkte werden viel zu tief gestochen, sie werden sehr, sehr dunkel verlaufen, sieht alles unschön aus und das ist dann immer sehr, sehr bitter. Und das ist natürlich jetzt das Areal, wo ich nicht bei schlafen kann. Das heißt, ein weiteres Mal, hiernach werden wir uns dann nochmal sehen. Ich bitte darum. Ja. Definitiv. Ja. Wir werden dann mal schauen, wie viel wir dann noch wirklich machen werden. Wir werden höchstwahrscheinlich dann bei der nächsten Sitzung an vorderster Front hier an den Haarlinien nur noch ganz, ganz wenig bis nichts machen. Weil wir wollen ja nicht, dass die vorderste Front zu unnatürlich ausschaut. Wir werden dann wahrscheinlich so ein paar Millimeter dahinter dann noch ein bisschen Power reinbringen. Ja. Und halt einfach auch gewisse Korrekturen machen. Das ist ja das Schlimmste, was passieren kann, dass es halt nicht natürlich ist, das Ergebnis. Richtig. Ja. Aber das hast du auch bei der Transplantation. Das stimmt.
Das Gerät, mit dem du jetzt pigmentierst, ist das ein extra entwickeltes Gerät für Haarpigmentierung oder ist das im Grunde ähnlich wie eine klassische Tätowiermaschine? Grundsätzlich nehmen sich alle diese Geräte nicht viel. Das heißt also, ob du das Ganze jetzt Tattoo-Maschine oder Permanent-Make-up-Maschine nennst, kannst dir denken, mach den Kohl nicht fett. Man muss sich da ein bisschen rantasten. Das ist auch ein bisschen wie mit einem Pinsel für einen Künstler. Jeder hat da so seinen eigenen Lieblingspinsel oder seine eigenen Lieblingswerkzeuge. Man kann das nicht großartig pauschalisieren. Ich habe mit beiden gearbeitet, also sowohl mit Permanent-Make-up-Geräten als auch mit Geräten, die eher aus dem klassischen Tattoo-Bereich kommen. Und mittlerweile und auch über die letzten Jahre habe ich beobachtet, dass der Großteil der tollen Kliniken, wirklich gute Kliniken weltweit, alle von den Permanent-Make-up-Geräten auch weggehen und zu den klassischen Tattoo-Geräten hingehen. Weil einfach im Permanent-Make-up-Markt die Hersteller sehr, sehr hohe Extrapreise aufrufen. Einfach nur, weil sie es können. Das viel Wichtigere daran ist nicht, welche Maschine du benutzt. Das ist wahrscheinlich sogar in der Frage der Technik die unwichtigste Frage. Die wichtigste Frage ist die Hand und die Erfahrung des Pigmentierers. Das sowieso, das steht an alleroberster Stelle. An zweiter Stelle die richtige Nadel und vor allen Dingen auch die richtige Farbe. Weiß ich gar nicht, was wichtiger ist. Es geht halt nicht ohne. Das eine geht nicht ohne das andere. Von daher, Nadel und Farbwahl sind da gleich wichtig. Alle Pigmentierer weltweit arbeiten mit Kohlenstoffschwarz. Und das halt eben je nachdem, wie hell oder dunkel man es braucht, mit unterschiedlichen Intensitäten. Upa. Das erste, was ich hier festhalten möchte, ist, dass selbst hier frisch nach der Behandlung sieht man nur sehr, sehr wenig von der Rötung. Man sieht hier ganz leicht die Punkte dazwischen. Da sieht man welche, da sieht man welche. Und das ist ja jetzt sozusagen noch nicht freigelegt. Das ist hier, so wie du es mehr oder weniger auch tragen möchtest, ne, mit den Haaren nach hinten. Minimale Rötung, du hast auch eine ziemlich entspannte Kopfhaut. Und hier sieht man es jetzt ganz gut. Und dann legen wir das Ganze mal so ein bisschen frei. Da sieht man jetzt ganz gut die Punkte dazwischen. Da, überall. Bis circa hier hinten sind wir gegangen, also so gute 4 cm mindestens. Ich lasse das dann nach hinten immer auslaufen, das soll ja dann nicht so hart enden. Es muss vorne ganz weich anfangen, dann kann es ein bisschen intensiver gemacht werden, so im ersten und zweiten Zentimeter, sag ich mal, hinter der Haarlinie. Und nach hinten muss das Ganze dann auch wieder sanft verlaufen.